Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, der noch nie in einem YouTube-Video war. Marisa! Ja, wir drehen heute Outfit tauschen. Also ich suche hier 5 Outfits von mir raus, die sie anziehen muss. Und wenn ich nochmal bei ihr bin, machen wir das dann andersrum. Also ja. Ihr müsst quasi auf den zweiten Teil warten nach diesem Teil, wenn er euch gefallen hat. Dir werden die Klamotten ein bisschen zu groß sein und mir vielleicht zu klein. Egal. Also ich suche die raus, die chillt hier ein bisschen bei euch, kann, wenn sie will, mit euch reden. Weiß ich nicht, ob sie da Bock drauf hat. Auf jeden Fall mache ich jetzt aus und ich sehe ja dann beim Schneiden, ob sie nochmal ein Video gemacht hat. Ne? Schuhe, Ballerinas, gar nicht zu groß, mein Kleid, Sommerkleid, halber. Übrigens, mir geht das Kleid bis hier. Und dir? Sehen wir ja gleich. Du willst ernsthaft, dass ich pinke Schuhe mit so einem gelben Kleid anziehe? Ich habe keine anderen Schuhe. Ich hab keine Ahnung, was machen. Ballerinas. Oder willst du barfuß dein Auto präsentieren? Nee. Und Lederjacke. Gleich werden wir, also wird mein Gesicht hier weg sein und dann wird hier, wie das bei mir aussieht, eingefügt. Und? Kleid fand sie erst gar nicht so geil, hat sie gesagt. Kleid, am Anfang war es so, okay, nein, einfach nur nein. Aber angezogen ist sie eigentlich voll cool. Ja. Was und jetzt verabschiede ich mich mal. Du. Wenn ihr euch fragt, wie wir auf die Idee gekommen sind, ich habe so eine neue Challenge für mich gemacht, weil ich will halt offener sein und ich will halt meine Outfits variieren. Nein, ich, Veronika blendet das bestimmt hier unten ein, wie es heißt. Ich will halt jeden Tag irgendwie was anderes ausprobieren. Gestern hatte ich zum Beispiel so ein T-Shirt an, Jeans, etwas, was ich nie anziehe, weil ich bin eigentlich immer so Leggings, aber so ein richtig breiter Pulli und so. Richtig gammelig und gestern war ich halt in Jeans, T-Shirt, so eine Kette, Choker, sowas halt. Und heute war ich richtig ladylike mit Rock, so ein pinkes schulternfreien T-Shirt, Kette. Und morgen werde ich so richtig darks zur Schule kommen, so richtig so mm. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen und so. Also das nächste Outfit habe ich hier für sie raus. Das habe ich auf einem Insta-Bild mal angehabt. Jetzt ist es noch. Okay. Ein treuer Fan. Einmal dieses T-Shirt. Okay. Okay, Jeans. Die ist, ja, ist halt eine Boyfriend. Ah. Passt du nicht zusammen? Und... Lausche, ja. Ja. Okay. Leute, bis auf, dass es 100 Nummern zu groß ist, finde ich es nicht schlecht. Ich auch nicht. Die sieht halt wirklich Tumblr gerade aus. Ja, komm, jetzt einmal Catwalk hier. Wollen wir sehen. Veronika meinte schon, ich sehe aus wie Bob der... Ja, wegen der Hose. Aber noch so zerrissen. Das sieht so geil aus, wenn das vorne... Okay, jetzt einmal mich daneben. Guck mich mal bitchig an, ich bin... Leute, ein Tipp. Wenn ihr gute Freundinnen habt, macht diese Challenge einfach untereinander, weil es gibt Sachen, die Veronika sich nicht traut, einfach zu benutzen. Und nach diesem Video hat sie mir schon gesagt, dass sie es anziehen wird. Und das ist voll gut eigentlich, wenn man sowas ausprobiert, weil man lernt halt Sachen zu... Ich kann es nicht erklären. Ja, man wird da halt einfach nur selbst
Verdrauer sozusagen. Selbstbewusst, genau. Man wird einfach nur selbstbewusst und man kann Sachen anziehen, die vielleicht einen nicht davor angezogen hat, und das ist gut. Also probiert es aus, Leute. So, das ist jetzt das dritte Outfit. Einmal nur Schuhe, das sind diese, wie heißen die nochmal? Ackboots, aber halt von H&M. Also. Dann dieses T-Shirt. Ich hab das gleiche. Ja. Ja, dann ist das ein tolles Outfit ausprobiert. Und diesen Rock. So, Leute, sie hat's an. Und? Voll cool. Ich find's mega, muss ich sagen. Also, das ist echt... Whee! Voll schön. Jetzt Catwalk wieder. Okay, nein. Er steht hier. Jetzt stell vor, ich stehe hier mit in demselben Outfit. So, das nächste Outfit ist einmal diese Armyhose. Ich liebe Armyhosen, oh mein Gott! Es gibt ein Problem, als ich mir die bestellt habe, hat sie mir nicht gepasst. Ich habe die Hoffnung, dass sie mir wenigstens bis hier geht oder so, aber ich will sie einfach nicht so sehen, deswegen. Ja. Armyhose. Dieses T-Shirt. Und so, Leute, Maries hat jetzt auch das Outfit an. Und es steht ihr. Ah, schön. Guck mal. Das ist so ein schöner Outfit. Okay, da habe ich so ein Haargummi drauf, aber mit einem Gürtel würde es eigentlich passen gut. Aber ich finde es eigentlich so schön. Leute, ganz wichtig, das hatte ich vergessen, folgt alle Pferd, okay? Alle Lea Urpferd auf Instagram abonnieren und freut sich die Marisa. Alle Folgen. Lea Urpferd. Alle Folgen, alle. Einfach alle. Ich merke mir das. Der nächste Outfit ist da. Schuhe. Und Kleid. Das ist jetzt dein... Evening Outfit. Ich habe dir das Kleid mal auf dem Foto gezeigt, weil ich das echt gerne habe. Ah! Und? Mordinstrument. So, Leute, sie hat's an. Hier. Mit hohen Schuhen! Die sind ja gar nicht so groß, ne? Das Größe 40 oder 41. Also, und sie hat. 34, 35. Nein, ich habe 33, 34. Ja. Also gar nicht zu groß, die Schuhe, aber das Kleid ist echt schön, ich liebe das Kleid. Meine große Liebe ist dieses Kleid. Ich finde es mega schön, also ich habe gedacht, das rutscht runter oder so. Mein Hals hat gepasst. Ich finde es schön hier. Ich habe gedacht, das rutscht runter, aber nein. Ich finde es schön, das ist so... Warte, ich muss gucken, dass ich nicht sterbe mit den Schuhen. Das ist vorne so... kurz ist und hinten lang, das ist mal schön einfach. Und hast du gut gemacht, Veronika. Blau. Also Gamlage Style. Yeah. Jogginghose. Yeah. Yeah. Oberteil. Weil das ein Netzoberteil ist. Das hier noch darüber. Gar nicht zu kurz oder so. Ich hab auch so ein. So, Leute, sie sagt, das ist das schlimmste Outfit bis jetzt. Und ja. Sie sagt, das ist so wie so ein Musikvideo. Mäßig. Ach, ich mach das. Ich mach's auch. Aber nicht so sehr wie gerne. Auch das ist klar. Das ist cool, okay. Das ist cool, aber gerne mag ich's so. Aber. Obwohl ich sage, dass es dieses Kleid voll schön war, finde ich das Outfit besser als das. Echt? Ja. Also das Kleid, das gelbe Kleid. Aber bei dir sieht das Kleid bis jetzt am besten aus. Ja? Ja. Das gelbe. Auch nicht das hier, das rot war. Das gelbe finde ich schöner. Aber das ist voll schön. Ich glaube, es wird Marisa nicht gefallen.
Schuhe. Oberteil. Und Rock. Ich glaube, das wird dein Schlimmstes, ne? Ja. Ich kann mit deinen Schuhen nicht laufen, weil die mir zu groß sind. Also ich fände es nicht schlimm, wenn der Rock kleiner wäre und die Schuhe kleiner. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Du schon, ne? Ah ja. Ja, weil. Schuhe? Ja, ganz okay schon mal. T-Shirt? So kann ich mir das schon vorstellen, okay. T-Shirt? Rock? Bluse. Ich weiß noch nicht, du darfst selber entscheiden, ob du die hier tragen willst oder halt anziehen. Aber ich finde hier besser. Gar nicht mal so schlecht. Ja, ich würde sagen, mein Kleiderschrank ist doch nicht so untumbler, wie ich dachte. So, Leute. Sie hat es an und ich finde es an ihr voll geil. Du findest auch geil, ne? Ich finde es voll cool. Das ist voll geil. Das sieht echt voll schön aus, oh mein Gott. Der Rock ist schon mir so voll cool. Und dann das weiße T-Shirt und das ist drüber mit den Roten, das sieht voll schön aus. Ich mag das auch. Schuhe? Oh nein, nein, warte. Bitte nicht, was ich mir denke. Okay, weiter. Was denkst du? Weiter. Danach sagst du das wieder. Okay, Leute, sie hat's an. Ich liebe das auch. Ich liebe das auch. Okay, das hat so. Das hat so was Bitchiges, was Chilliges, aber auch so was Tumbliges. So was Tumblr-mäßiges. Ja. Das ist voll schön. Ich find's wirklich schön. Ja. Okay, mache ich das als im Tanzmodus? Gleich nicht mehr. Ah! Jetzt, Bitch, komm. Du hast das perfekte Outfit an, Bitch zu gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, sie wird mich umbringen. Ich habe ein Reitoutfit ausgesucht. Gott, Leute, sie hat ein Reitoutfit an und sie sieht so geil aus. Guckt euch mal. Leute, ich liebe es. Ich hab niemals gedacht, dass ich sowas sagen würde, aber ich liebe es. Und die Handyfunktion ist ja mal wohl die geilste Funktion. Hallo. Lights on me, please. Oh, verkackt. Weil das Handy geht so krass da rein. Rock.
Leute, sie hat es jetzt an. Sieht geil aus. Okay, okay, tschüss. Ja, okay, Veronika. Okay. Geil. Kannst sie auch so tragen. Mhm. Okay. Bitch, komm. Bitch, blick. So, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wir müssen uns beeilen, weil ihre Mutter holt sie jetzt gleich ab. Ja. Wir haben schon mit Essen hier angefangen. Und Essen ist toll. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare und unten den Abonnieren-Button drücken. Ey, das wäre echt nett. Tschüss. Tschüss.